Gut, dann geht's weiter mit Skyrim. Und vorweg, bevor wir hier quasi unser Abenteuer jetzt starten, eine Sache, die mir durch die Kommentare jetzt aufgefallen ist. Ich habe, glaube ich, im ersten Video gesagt, ich trage immer noch meine Dedra-Rüstung. Das ist natürlich keine Dedra-Rüstung. Das ist eine Rüstung, die ich damals aus Drachenschuppen, wir sehen es hier, gefertigt habe. Ich meine, passend für ein Drachenblut. Und ja, glücklicherweise hat mich jemand in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht. Ich habe es einfach falsch gesehen oder wie auch immer. So, heute haben wir ja vor, hier diese Hauptquest zu machen, Drachenblut, für die wir den Tempel von Mirak besuchen sollen. Und der ist so ein bisschen am Arsch der Welt, um ehrlich zu sein. Da oben ist er. Und wie wir sehen, das ist ein ganz schön weiter Weg von hier unten hin. Und ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, ja irgendwie ein Pferd oder irgendwas zu bekommen. Das wird die Sache natürlich deutlich erleichtern. Das heißt, wir machen uns heute mal zu Fuß auf dem Weg. Und vielleicht klauen wir uns ja irgendwo ein Pferd. Oder vielleicht war unser Pferd ja auch vor den Toren. Aber besonders logisch wäre es natürlich nicht, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Wir haben das Pferd ja in Skyrim zurückgelassen, während wir hier ja quasi in Morrowind sind. So, und ich hoffe, ich laufe hier einigermaßen richtig. Ja, ist hier auch hinterstes. Oh, ist aber schön. Da oben die der Borealis am Himmel, möchte man fast sagen. Sieht zumindest so ein bisschen so aus. Schick, schick, schick. Während hier die Landschaft echt so ein bisschen karg ist. und vielleicht, wo wir jetzt hier schon mal sind, denn es wird gleich Nacht. Wir sehen es, wir haben 9 Uhr abends. Ich bin mal so frei und spring mal in die Morgenstunden, denn momentan haben wir ja den Turdas und da möchte man sich nicht bei Nacht und Nebel draußen aufhalten. Oh, Fredas ist. Ja, die Wochentage, also heute quasi ein Freitag am 28. Morgenstern. So, komm hier, den Sonnenaufgang nehmen wir mit. Gucken mal. Ach, schön. Schön, schön, schön hier. Oh, und das ist eine Traumawurzel. Wo ist die? Ist die mitten auf dem Weg oder welche ist das? Traumawurzel. Ja, kann mich nicht daran erinnern, die schon mal eingesammelt zu haben. Vielleicht ist es eine der neuen Sachen, die man einsammeln kann. Gucken wir uns mal ein bisschen um. Auch mal hier einen Blick nach hinten. Ja, wirklich so ein bisschen eingekesselt da. Oh, da hinten kommt der. Ist das ein Vulkan? Oh, wie cool ist das denn bitte? So, jetzt auch noch eine Traumawurzel. Ich habe ein Trauma von der Wurzel. Eine Süßkartoffel. Ja, wird alles mitgenommen. So, ich denke fast, wir rufen mal nochmal kurz die Karte auf. Ich laufe nämlich hier komplett falsch. Ich hätte vielleicht oben rausgehen sollen. Ja, wisst ihr was, dann gehen wir mal hier hoch. Komme ich hier hoch? Nicht, dass ich am Ende wieder irgendwo stecken bleibe, wegen einem Bug oder sowas. So. Ich habe noch gar keine Ahnung, wo ich hier bin. Aber genau das gefällt mir auch. Einfach mal so eine komplett neue Gegend. Oh, da hinten sehen wir wirklich. Das sieht echt aus wie ein Vulkan und wenn ich mich nicht alles täusche, dieser Nebel, der da hochsteigt, ich glaube, der ist, der bewegt sich auch. Oh, ist ja richtig cool. Oh, und irgendwie kommt hier gerade echt so ein leichtes Red Dead-Gefühl auf, oder? Oh, und hier haben wir schon so ein, oh, ein Hügelgrab. Und wer ist er? Kollege, wer bist du denn? So, muss ich hier meinen Bogen ziehen? Ja, Sera. Tut mir leid, das Zeug rühre ich nicht an. Da bringe ich dir extra ein Getränk. Ey, was ist denn los mit dir? Mit mir? Was ist mit euch los? Tut mir leid, gerade waren ein paar Hawk-gesichtige Feiglinge da, um mich zu verhöhnen. Ach was. Es wird wohl nichts schaden, es euch zu sagen. Ihr seht ziemlich ehrlich aus. Klar. Mein Name ist Ralis. Ralis Sedaris aus Gramfeste. Auf mich wartet ein Finanzier drüben auf dem Festland. Hat mich hergeschickt, um ein paar seltene Antiquitäten aufzutreiben. Die Relikte von Azidal. Aber die Sache hat sich blitzschnell zum Desaster entwickelt, das kann ich euch sagen. Klingt mysteriös. Wer ins nördliche Aschland kommt, erwartet gar nicht, dass alles glatt läuft, wisst ihr. Aber das hier war nicht ganz mein Fachgebiet. Als ich anfangs nach Kolbjorn kam, war es nicht einmal zu sehen. Unter der Asche begraben, wie das meiste auf dieser verfluchten Insel. Ich habe einen Haufen von dem Zeug fortgeschaufelt, der höher reichte als mein Kopf, bloß um das Hügelgrab zu finden. Wer weiß, wie viel
um die Tür zu erreichen. Ausgrabungen sind nicht unbedingt meine Spezialität. Und selbst wenn, die Aschestürme wehen die Grube schneller wieder zu, als man graben kann. Okay, also diese Vulkane, die wir gesehen haben, heißen die Aschestürme. Ja, warum stellt ihr nicht ein paar Bergleute an, guter Mann? Glaubt ihr, ich hätte so viel Gold? Nein. Ich werde erst bei Lieferung bezahlt. Kann's mir nicht leisten, hierfür 1000 Septime aus eigener Tasche zu löhnen. Man braucht Gold, um Gold zu machen. Und so weiter. Es gibt eine Menge davon zu holen, aber ohne etwas Startkapital komme ich nicht ran. Okay, also neue Quest Ausgrabungsarbeiten. Ja, sollen wir ihm direkt mal ein bisschen... Stand da gerade 10.000? Stand da 10.000? Sekunde. Möge euch behüten. Ja, ja, halt die Klappe. Wenn du 10.000 von mir willst, dann haben wir beide ein heftiges Problem. Gucken wir mal ganz kurz. 11.000 habe ich. Ja, schon, da ist nicht wirklich 10.000, oder? Ausgrabung. Finanziere die Ausgrabung 1.000. Okay. 1.000 Septime. Ja, komm, die geben bei ihm einfach mal. Seht mal an, wer da ist. Was? Meint ihr es ernst? Also, ich glaube, das könnte ich hinkriegen. Um die Einzelheiten können wir uns später kümmern. Wenn ihr das Gold organisiert, organisiere ich erstmal die Ausgrabung. Habt ihr das Gold? Hallo, sehe ich aus wie ein armer Mann, du oller Wicht? Hier, tanze, tanze ja für mich! Alles da. Nun denn, sieht aus, als läge ein gutes Stück Arbeit vor mir. Ich gehe nach Rabenfels zurück und treibe ein paar Bergleute auf. Sobald wir etwas einigermaßen Ansehnliches gefunden haben, schicke ich euch Nachricht. Es ist eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen, Partner. Wir sehen uns bald. Will ich aber auch für dich hoffen, dass du dich bei mir meldest, Kollege. Ja, normalerweise sind ja hier direkt diese Eingänge. Also man kommt ja hier bei diesen Hügelgräbern, läuft man ja quasi nach unten und irgendwo ist der Eingang. Also wenn die hier erstmal graben müssen, könnte sich das noch ein bisschen ziehen. So, da hinten ist unser Questmarker, dann laufen wir auch mal in die Richtung. Und schöne kleine Info, die wir da hinten zu den, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die Dinger heißen, zu den Vulkanen bekommen haben. Gibt's denn da mehr von? Er hat ja gesagt, ich meine, er hätte von mehreren gesprochen. Was mich ein bisschen gerade wundert, ist, dass wir hier noch nirgendwo so wirklich, so auf Tiere gestoßen sind. Also ich meine, als wir in Skyrim noch waren, da war ja deutlich mehr wildes Leben zu beobachten. Mal gucken, hier so ein bisschen auf den Hügel. Ich sehe aber auch hier nichts. So gar nichts. Ich glaube, das Land ist so ein wenig tot. Ja, gut, das zeigt natürlich auch, wenn wir uns hier mal ein bisschen umschauen. Ich meine, wir sind überall Bäume, die abgehackt sind. Das sieht auch alles relativ verdorben aus. Jetzt frage ich mich gerade, da oben ist ein Wehrturm, glaube ich. Da liegt ja noch alles auf unserem Weg. Warum nicht mal ein bisschen umschauen? Nicht, dass wir da am Ende angegriffen werden, aber... Wird mal Zeit für ein bisschen Action, würde ich sagen, Leute. So, gucken mal. Ja, ich schaue mich natürlich immer ein bisschen nach links und rechts um. Man weiß ja nie... Nicht, dass hier in den Hinterhalt geraten. Oh, hier ist das eher die Ruine eines Turms, würde ich fast sagen. Sieht nicht so aus, als ob hier irgendwas noch wäre. Oh, da ist jetzt sehen wir auf der Karte einen Gegner. Jetzt will ich hier gerne mal hochkommen. Ich habe doch gerade einen roten Punkt gesehen, da vorne. What the hell? Wo soll denn da einer sein? Die bessere Frage, wo soll der Turm sein? Wer bist du denn? Ah, verdammt. Beziehungsweise, wer eine Aschebrut. Ja, dich schalte ich doch direkt mal aus. Oh, vielleicht hätte ich mich einfach mal ducken sollen. Oh, der kann zaubern. Nicht gut. Vielleicht gar nicht gut. Sich hier direkt mit dem ersten lebenden Wesen anzulegen, was wir sehen. Oh. Ja, so ein bisschen im Wald stehen,
Siehst mich nicht, siehst mich nicht, siehst mich nicht. Verdammt, vielleicht siehst du mich doch. Oh, 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 oh. Bein in Hand nehmen. Lauf, Forrest, lauf. Oh, das war ein schöner Treffer. Oh, fuck, der hat da hinten noch einen Kollegen. Gar nicht schön. Ja, zum Glück kann ich hier gerade so ein bisschen die Zeit anhalten. Das hilft mir dann doch ein bisschen. Ja, komm, einen Treffer noch, dann haben wir ihn. Dann haben wir ihn, dann haben wir ihn, dann haben wir ihn. Keine, ihr seht hier keine Slowdowns. Gnade? Kenne ich nicht. Ist nicht mein Name. So, dann wollen wir uns mal deines Kollegen annehmen. Natürlich einfacher, wenn der ein bisschen stehen bleiben würde. Schöner Treffer. So, wisst ihr was? Wir machen das jetzt hier mal ein bisschen taktischer. Und zwar holen wir uns jetzt erstmal... Was nehmen wir uns denn mal? Wir nehmen uns mal hier den Streitbalken. Streitbalken. den Streitkolben von Mok Balak raus. Und ich merke gerade, was ich ebenfalls tun sollte, ist, die Musik wird ein bisschen laut. Ich weiß, ihr hört das jetzt nicht im Hintergrund, weil ich gerade rede. Und das bedeutet, die Einstellungen machen sich ein bisschen leiser. Aber ich merke zumindest auf den Ohren... Die Musik ist ein bisschen laut, das heißt, wir stellen die Musik, so schön die Musik auch sein mag, wir stellen die mal ein bisschen runter. So. Eine Hand ein Zauber, in der anderen Hand haben wir den Streitkolben und ab geht's. Oh, vielleicht so ein eine Aschebrut mit Feuer anzugreifen ist vielleicht nicht die beste Idee. Aber hey, ich bin hart im Nehmen. Stirb schon, Mistkerl. So. War jetzt aber der letzte von euch, oder? Er ist zu einem Häufchen Asche verfallen. Amethyst. Bruttasche Stahlfall. Ja, das war deutlich anspruchsvoller als erster Kampf, als ich jetzt erwartet hätte. Gucken, was der andere fallen gelassen hat. Ja, in Überresten von Leuten zu stochern. Nicht unbedingt das, was ich gerne tue. So, Vulkanglas fallen, eine Tasche. Oh, Malachiterz, Quecksilbererz und Stahlpfeile. Jetzt würde mich ja wirklich noch interessieren. Irgendwo muss doch hier dieser Turm sein. Kann ich da vielleicht hoch und da ist irgendwie ein Lager von denen? Da gehen wir jetzt mal gucken. Ich meine, hier sind ja Stufen. Das wird ja irgendwas zu bedeuten haben. Ah, Gipfelturm entdeckt. Sieh mal einer an. Ja, sieh mal einer an. Da gehen wir doch mal schauen, was wir hier Schönes haben. Oder war es das jetzt schon wieder? Hier geht es schon mal nicht weiter. Ja, das war es schon mal wieder. Oder geht es hier irgendwo hoch? Nee, ich denke mal, das sind diese Überreste, die wir überall gesehen haben. Hier ist ja auch nirgendwo irgendwas, was ich machen kann. Nee, gut, dann rüsten wir erstmal wieder unseren Bogen aus. Und beim nächsten Mal soll ich definitiv daran denken, einfach mal wieder meine... zum Beispiel die Bestiengestalt rauszuholen oder mich einfach mal zu ducken und zu schleichen, denn das war natürlich jetzt nicht der richtige Weg, den ich da gewählt habe, dass ich einfach mal draufgegangen bin. Sowas macht man in der Regel nur einmal, gerade wenn es stärkere Gegner sind. Und was ich auch jetzt mal mache, ganz kurz zur Sicherheit, auch wenn ich sowas ungern in Videoform mache, aber ich werde jetzt einfach mal speichern, denn wir wissen ja, wir haben es ja beim ersten Let's Play gesehen, wo ich diesen Freeze hatte, beim zweiten Mal wieder. Und Leute, ich weiß, einige von euch haben gesagt, es liegt an der Konsole, es liegt definitiv nicht an der Konsole. Und ich habe das Hauptspiel ja Stunden über Stunden über Stunden gespielt, nie einen Freeze gehabt. Und die PS3-Version ist dafür bekannt, leider Probleme zu haben. Und das heißt leider auch mal Bugs. So, hier kann ich schon wieder einsammeln. Ja, die Wurzeln nehme ich natürlich mal alle mit. So, da vorne haben wir eine Hütte scheinbar auf dem Weg noch. Ich meine, wir müssen darüber. Ja, schauen wir doch mal. Berg. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, wo ist die Hütte hier? Ich will jetzt auch nicht komplett wahllos hier durch die Gegend wandern. Wir schauen mal auf der Karte. Wo sind wir denn momentan? Ja, ist noch ein ganz schönes Stückchen. Ich meine, da könnten wir ja mal... Ah, das ist eine Mine, glaube ich, auf der Karte. Na gut, dann laufen wir mal in die Richtung, wo wir hinlaufen sollen. Hier vorne kommt aber auch noch mal irgendwas. Wir sehen schon oben auf der Minimap im näheren Umkreis ein Schrein oder sowas ist das, glaube ich. Ja, schon als eine gefühlte Ewigkeit her, dass ich zum letzten Mal gespielt habe, um mich wieder an die ganzen Symbole zu erinnern. Ah. Okay, ich sehe schon mal niemanden. Schleichen uns trotzdem mal ran.
mache Fehler ungern ein zweites Mal. Karkrumes. Okay. Komm, gehen wir erstmal schauen. Was war hier? Oh, wer bist du? Freund oder Feind? Schauen wir erstmal, was du dabei hast. Dann entscheiden wir. Nierenwurz nehmen wir. Rolle Schreckenzombies nehmen wir. Tollkirsche auch meine. Sollen wir ihn ausziehen? Ja, komm, wir ziehen dich aus. Und dann wecken wir dich. Wir ziehen dich aus und jetzt wecken wir dich. Ist er tot? Ich glaube, er ist tot. Verdammt, ich kann dich gar nicht mehr wecken. Ja. Dann ist nicht nett, was ich gemacht habe. Hier, komm, dann kriegst du auch deine Robe wieder. Ich will ja nicht einen nackten Mann zurücklassen. Was war das denn? Hier, schwarze Magierrobe. Oh ne, jetzt habe ich sie angezogen. Verdammt. Ich wollte ihm die doch geben. Das war nicht geplant. Jetzt habe ich nicht meine Drachenrüstung ausgezogen. So, die wieder an. Aber ich glaube, ich kann... kann ich ihm die nicht wieder in eine Tasche legen? Das ging doch auch. Naja, was soll's. Er ist auf jeden Fall tot. Welchen Grund das auch immer haben mag. Was haben wir hier? Gehen wir mal unten schauen. Komm, dann schleichen wir uns auch mal an. Ich meine, wo eine Leiche ist, sind Angreifer meist nicht weit. Mysteriöse Symbole auf dem Ding. So, ich sehe, wir werden auch keine Gegner angezeigt. Ist natürlich schon mal gut. Ja, wo geht's hier hin? Nach Kark... Ja gut, wo es hier hingeht, können wir uns denken. Aber die Frage ist, wollen wir da jetzt schon hin? Ich glaube eigentlich nicht. Aber ist ja schon mal gut, das hier entdeckt zu haben. Hier kommen wir definitiv hin zurück. Wir gucken mal, ist auf der Karte wahrscheinlich eingezeichnet. Ja, ist eingezeichnet. Komm, dann schlagen wir uns mal weiter durch die Wildnis und gucken, dass wir dahin kommen, wo wir hin sollen. Ich will mich jetzt hier nicht zu sehr, also gerade bei der ersten Mission, vom Weg abbringen lassen. Da schaue ich lieber ein bisschen... Ja, wie sage ich es am besten? Ich versuche erstmal, mich an die erste Mission zu halten. Danach... Hör ich hier jemanden? Nee, einfach nur Hallos von mir. Da möchte ich mich schon an die erste Mission halten. Danach, wir werden definitiv, und das habe ich schon mal gesagt, wir werden alles in Dragonborn machen. Also die Reihe wird nicht... Warum komme ich hier nicht hoch? Die Reihe wird nicht damals wie normal Skyrim enden, sondern es wird hier wirklich durchgespielt. Alle Hauptquests, hoffentlich auch alle Nebenquests. Zumindest alles, was gut ist. So, hier komme ich aber auch nicht hoch. Are you kidding me? Muss ich jetzt echt hier den ganzen Weg außen rumlaufen? Was ist denn da hinten? Na, Blumen, okay. Oh, oh! Sieht so ein bisschen wie ein toter Drache aus, oder? Ja. Was hat einen Drachen hier wohl getötet? Ich möchte diese Frage nicht näher beleuchten, um ganz ehrlich zu sein. Ich weiß, wir müssen in die anderen... Oh, hier noch ein toter Drache. Oh, das gefällt mir gar nicht. Noch ein... Oh, holy shit. Wo sind wir hier bitte gelandet? Wo zum Geier sind wir hier gelandet? Ich meine, wir wissen ja, diese Kultisten haben uns gesagt, wir sind nicht der wahre Dragonborn. Jetzt sehe ich hier tote Drachen. Vielleicht hat er recht. Ich habe mit einem Drachen schon Probleme gehabt, wenn hier schon drei tote Drachen liegen. Oh. Tempel von Mira'ak. Noch ein toter Drache. Holy moly, ey. Was zum Geier ist hier vor sich gefallen? Oh, entdeckt. Wer hat uns entdeckt? Ah, ein Arbeiter. Guten Tag, guter Mann. Wann ist es um diese Welt geschehen? Doch kein Arbeiter, ein Plünderer. Hier in seinem Tempel. Ja, der Nächste, der einen Brainwash erhalten hat. Okay, die stampfen den Tempel hier wieder aus dem Boden. Gott, was geht hier vor sich, ey? Sie vergessen haben. Wer redet da mit mir? Hier schuften wir. Ah, du. Des Nachts holen wir uns wieder. Oh boy. Weit von uns entfernt. What? Wächst er uns doch so nah. Wer fleht denn da jemand an? Da klang jemand ganz normal. Ihr müsst diesen Ort verlassen. Unsere Augen. Doch nun sehen wir durch ihn. Ihr dort, was führt euch hierher? Warum seid ihr hier? Ich habe gehört, Party. Ich bin Freya von den Skarn. Ich bin hier, um mein Volk zu retten oder zu rächen.
zu rächen und zu retten? Wovor? Ich bin mir nicht sicher. Etwas hat die Kontrolle über die meisten Bewohner von Solstheim übernommen. Es bringt sie dazu, sich selbst zu vergessen und an diesen schrecklichen Machenschaften zu arbeiten, die die Steine und das Land selbst korrumpieren. Mein Vater Storn, unser Schamane, sagt, dass Mirak nach Solstheim zurückgekehrt ist. Aber das ist doch unmöglich. Ja, genauso unmöglich, wie dass die Drachen zurückkommen. Oh, wait a second! Dann haben wir beide allen Grund zu sehen, was unter uns liegt. Lasst uns gehen. Ich kann hier nichts mehr tun. Ich kann den Baumstein und meine Freunde im Moment nicht retten. Wir müssen einen Weg in den Tempel dort unten finden. Ja, vielleicht erzählst du mir erstmal ein bisschen was über Mirak. Seine Geschichte ist so alt wie Solstheim selbst. Vor ihrem Sturz diente er den Drachen, so wie die meisten. Ein Priester ihres Ordens. Aber anders als die meisten wandte er sich gegen sie. Er suchte sich seinen eigenen Weg und musste für seine Taten teuer bezahlen. In den Geschichten heißt What? Ich werde zuschlagen wie ein Falke. Ja, nee, ist klar. Greif mich mal mitten im Gespräch an. Wie assig ist das denn bitte? Dafür stirbst du. Aber sowas von. Ist hier noch mehr, oder? So. Oh, siehst aber, sie schlägt gut zu. Ich denk schon, wer greift mich denn da die ganze Zeit an? Ist sie jetzt nach unten gerannt schon? Ja, der Tempel ist hier aufgegangen. Denke ich mal. Ich denke nicht, dass es hier offen war. Ich habe es im Hintergrund natürlich gehört, aber... Hier schuften wir. Unfassbar. Wir sind mitten im Gespräch und wird angegriffen. Ich glaube, es hackt hier. Ich hoffe, den Kultisten ist klar, was das bedeutet. Rache ist Blutwurst und jetzt gibt's so richtig auf den Deckel. So, Pfeile nehmen wir mit. Dolch lassen wir hier. So, was hast du dabei? Gib mir meine Pfeile zurück und das war's. Ist sie jetzt schon nach unten gegangen? Tatsächlich. Ja, unfassbar. Ich sollte auch mal ändern. Ich habe 71 Stahlpfeile, sehe ich gerade. Ich wollte aber mal... ich hatte mir vorher, bevor ich aufgebrochen bin, diese Vulkan... Oh, da habe ich noch zwei von. Na gut, halb so wild. Übrigens, wenn ihr es gerade gesehen habt, ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Ich habe übrigens auch noch hier den Wabbayak dabei, den wir damals in dieser Quest... eine der letzten Quests, die wir auf der PS3 damals abgeschlossen haben, bekommen haben. Mal gucken, was der uns noch bringt. Wir wissen ja, unvorhergesehene Wirkungen soll der haben. Dass wir uns erinnern. Auf das wir uns erinnern. So, da mal rein in den Tempel und mal ein bisschen schauen, was uns hier erwartet. Ja, das hat mich jetzt ein bisschen aus der Fassung gebracht, dass wir mitten im Gespräch... Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von der guten Dame erfahren. Jetzt wurden wir mitten im Gespräch abgezwängt und abgedrängt vom Weg und angegriffen. Verfluchte Kultisten, ey. Die neuen Drog von Morrowind, will ich fast sagen. Nun gut, und schon wieder ein leerer Ladebildschirm. Also das verunsichert mich doch ein bisschen. So, jetzt ist sie hier. Bevor wir jetzt weitergehen, bleibst du jetzt mal stehen, gute Frau. Ich darf mein Volk nicht enttäuschen. Ja. Erzählt mir erstmal von eurem Volk, den Skaal. Wir leben schon seit vielen Generationen auf Solstheim. Unser Volk ist mit dem Land selbst verbunden. Wir versuchen, dem Altschöpfer zu dienen, im Gleichgewicht mit der Natur zu leben, statt sie auszubeuten, wie andere es tun. Ja, ich mach mal ein bisschen das Bild heller. Ich glaube, wenn ich mal so nebenbei ein bisschen auf den Monitor schaue, ist es ein bisschen dunkel. Mal gucken, ob es dadurch ein bisschen besser wird. Nicht viel. ja, bist du denn alleine hier, Freya? Ein paar von uns kann der Fluch nichts anhaben. Mein Vater Storn, der Schamane, beschützt sie im Dorf. Ich habe ein Amulett geschaffen, das mich vor dem beschützt, was von den Skaal Besitz ergriffen hat. Ich habe jedoch nur dieses eine. Ich kann sie nicht retten. Unser Volk ist verloren. Okay, erste Amtshandlung. Wenn sie sich umdreht, klauen wir ihr das Amulett aus der Tasche. Wir müssen herausfinden, was hier vor sich geht. Ja, ist natürlich toll, dass meine ganze... Sind Sie jetzt bereit, mir zu helfen? Wir sollten nicht trödeln. Ja, dann wann stehst du denn da hinten rum? Ich bin schon halb auf dem Weg, gute Frau. Wir sollten die Räume nach Vorräten durchsuchen, bevor wir weiter in den Tempel vordringen. Schau mal, was hier rumliegt. Geldbeutel. Sieht so ein bisschen erschlagen aus, der gute Mann.
Oh, ich hab ein Brett. Ich wollte gerade sagen, ich hab ein Brett vom Kopf, aber einen Stein vom Kopf. Ja, komm, schauen wir uns erstmal hier um. Was ist hier? Oh, was haben wir denn hier? Oh, sitzen da welche drin? No way. Ja, Skyrim, ey. Ich sag's euch. Hier werden Sitten gefeiert. Das erlebt man sonst nur im SM-Club. Nicht, dass ich mich damit auskennen würde. So, wo ist die denn jetzt hin? Hier ging es weiter. Gucken wir uns auf der anderen Seite um. Ah, okay. Hier, was haben wir hier? König Arthas und seine Tafelrunde. Ich folge euch, wenn ihr fertig seid. Gold nehmen wir mit. Ja, dass sie mir folgt, das habe ich mir schon gedacht. Wahrscheinlich mich vorgehen lassen. Aber ist schon mal ganz gut, jemanden dabei zu haben, der tatkräftig mit draufschlägt. Wir haben ja gerade gesehen, die hat ziemlich gut Schaden bei den Kultisten gemacht, während ich mit meinen Pfeilen relativ lang wieder gebraucht hätte. Wie, das war schon? Das ist ja alles, was hier zu holen ist. Ah, die Nischen. Die Nischen. Zaubertrank der Heilung. Kleine Heilung. So, was haben wir hier? Wundertrank der Magieresistenz. Ja, give it to me. Ja, schon Smaragd. Oh, Amethyste. Was war denn da alles drin? Oh, besorge 3 makellose Amethyste für Talen Ye. Ich glaube, das ist eine alte Quest, die wir noch haben. Jetzt lacht mich nicht aus. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wir schauen mal ganz kurz bei den Nebenquests. Ah ne, bei Sonstiges ist es wahrscheinlich drin. Verschiedenes. Ne, hier ist es nicht drin. Das ist auf jeden Fall eine der alten Quests, denke ich mal. Mal gucken. Ja, ihr seht jetzt hier meine ganzen Quests, die ich noch aufhabe in der alten Welt, weil wir da ja nie weitergespielt haben. Merkwürdig. Ja, vielleicht übrigens... was hast du denn? Was kommst du denn hier so wie von einer Tarantel gestochen an? Vielleicht werden wir auch, wenn wir Dragonborn und Dawnguard... Das Böse an diesem Ort muss ausgemerzt werden. ...abgeschlossen haben, könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, wenn ich noch Lust darauf habe, dass wir sagen, wir gehen vielleicht in normal Skyrim rein wieder und machen dann unsere reguläre Let's Play-Reihe weiter. Das werde ich aber alles wirklich nach Abschluss von Dragonborn entscheiden. Jetzt erstmal ist Dragonborn angesagt. Ich mache nebenbei auch noch Ni No Kuni, was jeden Tag läuft. Mit Benjamin zusammen mache ich jeden Tag noch Let's Play Together Minecraft. Tomb Raider fängt vermutlich auch am heutigen Tag an, wenn ihr den Part seht. Also am Freitag ist zumindest geplant. Ja, gut, jetzt haben wir 27 Minuten und auch wenn wir heute nicht so viel gesehen haben, wir... Oh, guck mal. Wupp, wupp, wupp. Gangnam Style. Wupp, 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 wupp. Hey. Harlem Shake. Whoa. Gut, so viel dazu. Ein bisschen verrückt sein am Ende des Videos muss schon drin sein, denn wir machen hier einen Cut, wir sind bei 27 Minuten, ist eine gute Zeit für den ersten Part und beim nächsten Mal werden wir dann mal tiefer in diesen Tempel vordringen und die Dame schärft schon ihre Axt, wie kann ich es ihr verweigern?